Warum wird Einkommen an die Hinterbliebenenrente angerechnet? Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von rentenbescheid24.de. Ich könnte es mir ganz einfach machen, könnte sagen, in § 97 SGB 6 steht drin, Einkommen wird an die Hinterbliebenenrente angerechnet. Das war's. Nein, so einfach wollen wir es uns nicht machen. Der Grund liegt vorgelagert im Familienrecht begründet. Denn die Hinterbliebenenrente hat eine sogenannte Unterhaltsersatzfunktion. Das heißt also, wer zu Lebzeiten als Ehepartner über eigenes Einkommen verfügt hat, hat auch gegenüber dem anderen Ehepartner rein fiktiv geringere Unterhaltsansprüche. Das heißt also im Umkehrschluss, wenn ich weniger Geld habe, sind meine Unterhaltsansprüche gegenüber den Ehepartnern natürlich höher. Und genau das ist der Grund, warum hier der Gesetzgeber sagt, wenn du, lieber Versicherter, Einkommen hast, dann musst du dir das auf die Hinterbliebenenrente anrechnen lassen, also auf die Witwen- oder Witwer- oder Erziehungsrente anrechnen lassen. Denn grundsätzlich soll die Unterhaltsersatzfunktion der Witwen- und Witwerrente sozusagen, wird immer mehr an Bedeutung verlieren, je höher ihr eigenes Einkommen ist. Das ist der Grund der Einkommensanrechnung. Näheres zu diesem Thema finden Sie auf www.rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche, Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.